Servus Leute, heute willkommen wieder zu unserem neuen Video am Sonntag. Endlich haben wir die Vorstellung von unserem 1113 Renault Master Planensprinter, auch genannt der Polensprinter. Ich zeige ihn euch einmal. Ich wollte ja die Woche eigentlich schon einmal, aber das Wetter war so schlecht und habt ihr die ganze Situation mitbekommen, was da passiert ist mit der 5 cm zu breiten Ware. Das ist jetzt einmal das Auto von außen. Kann sein, dass jetzt geblendet wird. Ich versuche das so wegzumachen. So. Ich finde, die Farbe ist echt gut. Also dieses Grau steht dem Auto echt gut. Das war auch so ein Grund, warum ich gekauft habe, weil er mir optisch gefallen hat. Auch mit dem Chrom hier vorne, also ich finde das echt. Wow. So, da. Und mal wieder, wie immer, ein Flugzeug. Eine Sekunde. Bei jedem Video, was wir von der Fahrzeugpräsentation machen, haben wir immer wieder Flugzeuge. So, zum Auto zurück. Das ist das neue Modell vom Renault Master. Der ist auch brandneu. Gut, jetzt hat er schon 800 Kilometer gelaufen. Wir haben schon ein bisschen was mit dem Auto gemacht. Ich zeige ihn euch mal von innen. Also ich finde, Renault hat hier echt was Schönes gemacht. Also wenn man den Vorgänger dagegen sieht, hat sich da schon einiges getan. Ja, natürlich Türverkleidung, alles ist wie beim alten. Das Cockpit ist komplett neu. Da erinnert nichts mehr an den alten. Die Sitze, ja, die Sitze sind noch wie vom alten. Der Spiegel hier oben hat sich auch ein bisschen verändert, aber sonst ist das, ja, man könnte sagen, halb alt, halb neu. Ne, also ich finde das Auto echt schön geworden. Vor allem das Lenkrad ist sehr schön. Das war von Renault nicht bekannt, also kennt man nicht. Hier sehen wir haben ein gutes altes Sony Radio. Ja gut, altes ist es nicht, es ist neu. Er hat alles USB, Bluetooth für Telefon ist alles da. Hier sehen wir, und USB haben wir halt jetzt im Radio leider nur ein. Hier haben wir keine Anschlüsse, weil das ist ein Fahrzeug. Ich sag's euch nochmal, das wäre nochmal USB gewesen. Hier wäre eine Steckdose noch gewesen und hier wäre noch mal ein USB-Anschluss gewesen. Aber dieses Fahrzeug ist durch Corona leider ohne Radio ausgeliefert worden. So wie ich das mitbekommen habe, 15.000 Renault Master sind ohne Radio ausgeliefert worden. Er ist einer davon, da es keine Teile gab, Halbleiter oder sonst was. Also deswegen haben wir hier ein Zusatzradio. Aber naja. Es tut auch seine Funktion und ich glaube, es ist sogar besser wie das Original. Hier haben wir ein schönes Feature. Hier haben wir einen Getränkehalter für den Fahrer und hier haben wir einen Tisch, so dass der Fahrer hier ordentlich sitzen kann. Ich zeige euch das mal. Hoppa. Er kann ordentlich hier sitzen. Es genügt Freiheit. Ich habe heute Jogginghose an, es ist Samstag. Kann hier sein Brot machen, hier hat er was zu trinken. Also ich finde optimal. Also das hat Renault super gemacht. Dann haben wir hier noch ein Fach. Hier das Handschuhfach geht jetzt auch nach vorne auf. Nicht mehr nach unten, sondern nach vorne, sodass nichts mehr runterfällt. Das finde ich auch sehr gut gelöst. Hier haben wir dann eine Steckdose noch. Ein Fach, nochmal ein Getränkehalter. Hier dann, das ist der Windassistent. Falls starker Wind, Seitenwind ist, hilft der mit den Stoßdämpfern ein bisschen dagegen. Dann haben wir Start-Stopp, Eco-Modus, Auf-Zu, Tempomat, Klimaanlage. Dann haben wir einen Sechsgang. Das Auto hat 165 PS. Das ist ein 2,3 Liter, also eine 2,3 Liter Maschine mit 165 PS, wie ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich der altbekannte, der davor auch im Vormodell war. Der Motor ist wieder genau das gleiche. Ich finde, das ist auch ein sehr guter Motor. Das ist Biturbo, also zwei Turbinen. Ja, dann zeige ich euch mal die Schlafkabine.
Achso, hier haben wir noch ein Fach. Also ich finde, bei Renault ist das echt gut, weil so viele Möglichkeiten hat man bei einem Sprinter nicht. Also hier haben wir nochmal ein Fach. Da haben wir jetzt einen Feuerlöscher, Verbandskasten, Helm. Da warten wir noch auf unseren ADR-Koffer, der im Moment nicht lieferbar ist. Also wird versucht uns gerade einen zu organisieren, aber irgendwie kriegen sie es nicht auf die Reihe. Wegen Corona natürlich wieder. So, dann gehen wir mal ins Schlafgemach in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung hier. So, dann haben wir hier eine Klappe nach oben. Hier haben wir die Standheizung, die hochläuft. Die ist hinter dem Sitz verbaut. Dann haben wir hier das Bett. Da ist die Standheizungsregelung neben dem Kopf. Hier haben wir eine kleine Tasche, eine Lampe. Ja. Ach, ich komme jetzt nicht dran. Dann geht hier der Schlauch hoch für die Klimaanlage, für die Standheizung. Er hat auch eine Standklima, also er macht warm und kalt. Die Fenster können wir aufmachen, dann haben wir noch eine Lüftung da. Und auf der anderen Seite von diesem Fach hier, also da kann man sein Handy und so reintun, ist auch nochmal ein Zigarettenanzünder, der auch Dauerplus hat. Das heißt, hier ist man mit Strom versorgt. Diese Matratzen sind auch wirklich bequem. Also wenn man erstmal drin ist, ist es bequem. Man muss halt nur hochkommen, ne? Das ist so eine Sache. Aber meistens steigt man dann hier auf den Sitz. Beim Renault ist es ganz gut, dann kann man hier drauf treten und dann kommt man eigentlich, also hier drauf treten und dann kommt man eigentlich sehr gut da hoch. Ja, kommen wir mal jetzt außerhalb des Fahrzeuges. Ich weiß, vielleicht manche interessiert es nicht unsere die Fahrzeuge, aber wir haben halt auch Leute, die sich dafür interessieren, deswegen mache ich gerne so ein Video. Und auch mal auch die Kostenaufstellung. Ich werde euch gleich sagen, was das Fahrzeug kostet. Einen Moment mal, jetzt kommt noch ein Flugzeug. Wir könnten das ja als Werbepause immer machen, wenn ein Flugzeug kommt. So, hier haben wir noch einen Kasten. Da ist noch eine Zusatzbatterie verbaut, dass wir morgens kein Problem haben zum Starten. Das ist ein langer Radstand. Der Aufbau ist jetzt 4,85 Meter lang, 2,25 Meter breit und aktuell 2,30 Meter hoch. Wir können das Fahrzeug auf 2,60 Meter Höhe verstellen, das heißt, er hat Lifter. Das ist, wie kann man jetzt mal vergleichen, bei einer Motorhaube, diese Dämpfer. Genauso geht das Dach hoch. Also du hast vier Punkte, die du öffnest, Blockaden, und dann geht das Dach automatisch hoch. Später, wenn du es dann halt wieder runter machen willst, ziehst du die vier Blockaden und dann hast du halt solche Bänder und ziehst das Dach wieder runter. Auf der Seite haben wir eine Schiebeplane. Das heißt, ich löse sie, kann sie nach hinten oder nach vorne verschieben. Hier habe ich meine Ratsche dafür. Bei dem Fahrzeug, also hier noch diese Leine, das ist, um oben die Kante festzuhalten. Man braucht es nicht, ist jetzt hier dran, braucht man halt nicht immer, aber naja, haben wir. Das Fahrzeug hat eine Nutzlast von 850 Kilo, das ist relativ gut. Das ist auch so ein Grund, warum ich keinen Sprinter in dem Bereich kaufen würde, wenn ich einen Planaufbau mache. Weil der Sprinter wiegt knappe 200 Kilo mehr und dann habe ich halt das Problem bei der Nutzlast, weil bei den Fahrzeugen muss man echt aufs Gewicht achten. Dadurch ist eine Schlafkabine, die Schlafkabine wiegt hier schon um die 200 Kilo, Standheizung, dann der Aufbau, das ist alles Aluminium, das geht eigentlich. Ja, hier haben wir noch einen Wasserbehälter, Seifenspender, Wasser, dann haben wir hier nochmal eine Box, ich glaube, die ist jetzt abgeschlossen, ja, weil da sind die Spanngurte drin. Das Auto verbraucht echt wenig, also ich habe es ja euch schon mal, also wer mich auf Instagram verfolgt, hat gesehen, was er verbraucht, also wir sind bei 9,5 Liter aktuell, das ist echt sehr, sehr wenig, also der Mercedes Sprinter mit dem gleichen Aufbau würde 14 Liter verbrauchen. Also wenn ihr das dann mal auf, wir fahren die Autos 5 Jahre, wenn wir das auf 5 Jahre mal auf 5 Jahre rechnen, ist schon ein Grund, warum man dann doch überlegt, einen Renault zu kaufen. Ich hatte damals in meiner polnischen Firma, wovor wir die Crafters hatten, nur Renault. Ne, dazwischen hatten wir nochmal Peugeot, aber davor hatten wir nur Renault. Einen Moment. Hatten wir nur Renault.
Renault. Ich war eigentlich sehr zufrieden. Dann hatte ich den Fehler gemacht und ich habe auf Peugeot gewechselt, weil ich ein sehr gutes Angebot bekommen hatte vom Preis her. Und ich hatte die ganze Flotte auf Peugeot gewechselt. Das war der größte Reinfall. Danach waren wir bei VW. Das war auch nicht wirklich besser. Also die Crafter sind sehr, sehr anfällig. Wir haben ein Fahrzeug, der jetzt das zweite Mal Kopfdichtungsschaden hat. Also es ist wirklich, weiß ich nicht. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr einen Plan-Sprinter wollt, am besten Renault. Vom Verbrauch, gut, der Wiederverkaufswert ist halt nicht hoch. Das Auto wird in 5 Jahren noch, sagen wir mal, vielleicht 15.000, 16.000 Euro wert sein. Kommt davon, wie der Pflegezustand ist. Aber der Kaufpreis ist halt auch nicht so hoch. Wir haben dieses Fahrzeug jetzt für 35.900 Euro gekauft. Neu. Und ich finde, das ist echt ein Top-Preis. Ich habe mir auch mal einen Sprinter zusammengestellt mit dem Aufbau, mit der Schlafkabine und ich war bei knappen 50.000. Das ist dann halt, der ist halt am Ende mehr wert, wenn man wieder verkauft. Also man kommt aufs Gleiche. So, das soll es für heute gewesen sein. Am Mittwoch kommt wieder ein Geschichtenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Video hat euch gefallen. Ein paar Likes lasst, ein paar Likes lasst mir mal da, ein paar Kommentare. Das wäre super. Wir sehen uns. Bis Mittwoch.